Wir sehen jetzt das Südportal, der heutige Haupteingang. Hier begann der zweite Abschnitt spätes 13. Jahrhundert. Die Südquerhausfassade sah im zweiten Bauabschnitt zweites 13. Jahrhundert bei der Fertigstellung wie im Bild links aus. Dann wurde 1865 die Ansicht des Querschiffes verändert. 1866 fanden Reparaturarbeiten statt. Die Fertigstellung, die heutige Ansicht, war im Dezember 1868. An der Leibung wurde das Portal nicht verändert. Gesamtansicht des südlichen Querschiffes mit Eingangsportal. Und jetzt einige Ansichten des südlichen Querschiffes. Länge des Doms 70 Meter, Turmhöhe 44 Meter, Höhe bis First 24 Meter und die Querschnittsbreite 32 Meter. Vom südlichen Mittelschiff in Richtung Osten hier die Kapellen, Eingang der Sakristei. Hier die südlichen Domkapellen, die Sakristei und das oberirdische Grabgelege für Herzog Gustav Adolf und seine Familie. Ja, hier das südliche Eingangsportal nochmal. Jetzt gehen wir in Richtung Westen, das südliche Seitenschiff mit seinen Kapellen. Ja, hier oben waren Trompete, die kündigten dann an, wenn Herzog Ulrich sich mit seinem Gefolge dem Dom näherte. Ja, und hier was Einmaliges, die Vicky-Schorle-Rolle. Die Rolle befindet sich im Stadtarchiv Rostock. Sie ist 18,68 Meter lang und 60 Zentimeter breit. An den Rändern befinden sich unter anderem zum Glück die fürstliche Residenz Güstrow, die älteste Abbildung auf der Schorle-Rolle. Stadt und Schloss Güstrow auf der Wicke-Schorle-Rolle. Hervorheben möchte ich hier die Verbindung vom Schloss zum Dom oben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, hier oben der romanische Bogen und unten dann der gotische Spitzbogen. Hier soll aber früher mal ein Eingang gewesen sein. Der 44 Meter hohe Turm hier nochmal zu sehen von der Südseite. Hier
sehen wir den Dom von Richtung Westen. Das profilierte Westportal. Der vierte Bauabschnitt. Die endgültige Fertigstellung des Turms ging bis ins späte 15. Jahrhundert. Nun haben wir uns den Dom von außen angesehen. Den Norden, den Osten, den Süden und den Westen. Wir sehen uns wieder im Innern des Güstrower Doms. Den gesamten Film gibt es wieder. Güstrower Dom, innen und außen, bei Video Heiner Mauck. Ihr Heiner Mauck.